Heute feiern wir das Fest Maria Namen. Es wurde als Dank zum Sieg über die Türkenbelagerung in Wien eingeführt. Auch in der heutigen Lesung hören wir von der Freude und vom Lobpreis über den neuen Bund, den Gott mit dem Volk Israels schließt. Lesung aus dem Buch Jesaja. So spricht der Herr: Die Nachkommen meines Volkes werden bei allen Nationen bekannt sein und ihre Kinder in allen Völkern. Jeder, der sie sieht, wird erkennen, das sind die Nachkommen, die der Herr gesegnet hat. Vom Herzen will ich mich freuen über den Herrn. Meine Seele soll jubeln über meinen Gott, denn er kleidet mich in Gewänder des Heils. Er hüllt mich in den Mantel der Gerechtigkeit. Wie ein Bräutigam sich festlich schmückt und wie eine Braut ihr Geschmeide anlegt. Denn wie die Erde die Saat wachsen lässt und der Garten die Pflanzen hervorbringt, so bringt Gott der Herr Gerechtigkeit hervor und Ruhm vor allen Völkern. Diese Worte des Propheten Jesaja sind ein Lobgesang. Ein Lobgesang von Menschen, die Gottes Liebe und Erbarmen erfahren haben. Gott hat das Volk gerettet. Gott rettet, wo es sonst keine Hilfe gibt. Er bringt keine Notlösung, sondern übergroßes Glück. Jesaja drückt es im Bild der Braut aus, die sich so von Gottes Liebe umfangen und eingehüllt weiß, wie von einem Hochzeitskleid, und im Bild von der Erde die reiche Frucht hervorbringt. Jede und jeder von uns, der Gottes Liebe erfahren hat, wird immer wieder ins freudige Danken kommen über die Größe Gottes. Machen wir am heutigen Tag immer wieder Dankpausen für all das, was uns von Gott geschenkt wird. Und beten wir heute am heutigen Fest Marien Namens um Frieden für alle Menschen, die gerade hautnah den Krieg um sich herum erleben und durchleben müssen.